Ja, willkommen Leute, wir sind wieder bei Tony Gaming TV am Start, eine Produktion von Base Gaming TV und dem Tony. Genug Scheiße gelabert, wir sind im Schwebebahn Simulator 2013 und eins fällt mir direkt schon mal auf, das ist hier eine Drunken Cam, die hat es wirklich in sich. Also was sie sich da bei der Intensität und bei der Beschleunigung dieser Kamera gedacht haben, das weiß ich auch noch nicht so genau. Also wenn du hier rumläufst, da denkst du echt, du hättest schon ein paar Bierchen gekippt. Gut, wir haben Montag 6 Uhr, eben war es auch 5 Uhr, also ich bin schon eine Stunde am Arbeiten und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was können wir denn hier so machen. Wenn wir die Leertaste drücken, können wir mit Objekten interagieren. Wir können hier zum Beispiel wir machen die Tasse auf und zu. Ich meinte natürlich die Kanne. Was ist das hier? Ein Fake iPad mit Credits. Wunderschön. Die wollen wir jetzt nicht sehen. Ich kann sie auch nicht wegklicken. Hallo? Machen wir mal Leertaste hier. Leertaste drücken. Wunderbar. So, Montag 6 Uhr. Ja, super. Was können wir noch? Hier können wir nichts machen. Der Kalender, der kann auch noch nichts. Schön. Und ja, der Schrank, der kann mir noch sagen, dass wir in der Schwebebahn Wuppertal unterwegs sind. Und hier ist aber noch nichts irgendwie zu verbuchen. Wir haben anscheinend noch gar nichts getan. Ich werde jetzt einfach mal gucken, wie ich mit dieser beschissenen Kamera jetzt zurechtkomme. Und irgendwie, ob ich hier auch mal in die Bahnen reinkomme. Wir müssen wahrscheinlich erst die richtige finden. Oder? Müssen wir hier, vielleicht müssen wir auch die Leiter rauf. Das wird sein, Leute. Das wird es sein. Das geht aber natürlich nicht. Was haben wir hier? Start. Start. Die Türe Start, die sieht mir ganz gut aus. Ich würde sagen, da klicken wir einfach mal drauf und schon kommen wir in den Ladescreen. Wunderschön. Ja, so beginnt das Jahr 2013 also mit neuen Simulatoren. Schwebebahn-Simulator. Ja, man wünscht sich viel. Oh, wei, oh, wei. Steuerung. WS. DR 1, 2, 3 bis 9, TL und hoch, runter. Joa, ich drück mal eine beliebige Taste. Hallo? Ja, beliebige Taste funktioniert nicht. Wir müssen mit der Maus klicken. Ja, ist ja schon mal verarsche. Wow. So, jetzt sind wir also hier in unserer Straßenbahn in Wuppertal. Man sieht es auch schon da unten. Kann ich direkt erkennen. Fühle ich mich direkt wie in Wuppertal. Bitte öffnen Sie die Türen. Ja, wie der Toni das immer mal so macht. Ups, jetzt habe ich schon irgendwas verstellt. Drückt er einfach mal wild auf irgendwelchen Tasten rum und ich habe auf Anhieb die richtige. Nee, nicht die richtige getroffen. Guck mal, was macht die 1? Die 1 macht gar nichts. Die 2 macht gar nichts. Die 3 macht gar nichts. Die 4 macht Licht an. Die 5 wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Die 6 macht für mich gar nichts. Die. Oh, oh, 7 macht den Scheibenwischer an. Die 8. Roter Hebel, Alarm, keine Ahnung. Und oh, wow, Hupe am Start. Gut, Farmer? Ne, geht auch nicht. Geht auch nicht. Ich hab ehrlich gesagt, hoch, wie hoch? Was willst du denn? Laber oder nicht? Aha. Ich drück einfach mal irgendwelche Hebel jetzt hier wild. Aha. Können wir fahren? Ne, können wir nicht. Aber eine Hand haben wir schon mal. Oh Gott, was ist das denn hier? Nee, du sollst dich nicht immer drehen. Nicht wie hoch. Hoch, hoch! Hoch! Junge! Schwör doch mal. So, wir tun mal den Hebel nach oben. Kann der irgendwas? Nee, natürlich nicht. Halt doch mal die Schnauze jetzt. Ich habe Besseres zu tun, als mir hier von dir irgendwelche behinderten Anweisungen geben zu lassen. Ja, tut, tut. Wir machen einfach mal alles an, was geht. Vielleicht bringt das ja was. Gucken wir mal. Ja, hoch. Ist ja gut. So, kriegen wir jetzt die Türen irgendwie auf? Ja! Ich hab's da aufbekommen. Wir mussten wahrscheinlich erstmal den Strom starten. Und auf unserem geilen Siemens-Monitor, so wie das aussieht, ja, sehen wir jetzt, wie die Fahrgäste unseren Zug besteigen. Ich würde sagen, den Scheibenwischer machen wir mal wieder aus. Da geht mir Tier um Piss. Langsam kriegen wir's raus. Wir drücken T, schließen die Türen. Der Gashebel steht wahrscheinlich auf Vorwärts. Ich habe jetzt die Taste vergessen. R, Richtungsdings. Wir gehen einfach mal auf Fahren. Ne, das wird nichts. Dann bringen wir mal die Bremse in Stellung lösen. Gehen dann auf Fahren. Und fuck, wir fahren in die andere Richtung. Nein! Stopp! Junge! Chill! Brems, 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 brems. Oh. Wir stellen die Richtungstaste also. Ja, brems doch mal. Also, wenn wir gebremst haben, stellen wir die Richtungstaste um. Geben dann Gas, lösen die Bremse. Und jetzt geht's los. Und diesmal in die richtige Richtung. Wunderbar, da sage ich nur eins. Ja, wunderschön.
So, da hinten sehen wir in der Ferne, dass die Schienen enden. Das heißt, das Gameplay wird nicht von langer Dauer sein. Und es fängt auch noch an zu schneien. Scheiße, uns erwarten glatte Straßen. Ah ne, wir sind ja im Schwebebahn-Simulator. Ja, man hört es schon, ich habe eine Laune wie ein gestrandeter Wal. Ne, der hätte ja Scheißlaune. Mist, ich habe gute Laune, also lasst euch da nicht von mir irritieren. Und ich gebe gerade wirklich Vollgas. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Wir gucken mal auf dem Monitor, ist alles aus. Ja, das freut die Gäste bestimmt. Fullstoff hier, oh, oh, oh. Leichte Schräglage, macht aber alles nichts. Ich frage mich nur, wann jetzt die nächste Haltestelle kommt und wann ich bremsen muss. Weiß ich noch nicht. Aber sehen wir ja dann, ne? Sehen wir ja dann. So, oh, da kommt sie, glaube ich. Scheiße, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, oh, oh. Oh, aber perfekt. Aber fast perfekt. Sie haben die Fahrgäste nicht ein- und aussteigen. Habe ich doch... mache ich doch jetzt. Chill doch mal. Richtungswechsel. Vorwärtsfahren, Bremse lösen. Vollgas. So. Langsam zurücksetzen. Kupplung langsam kommen lassen. So. Wir sind auch über Rot gefahren. Sehe ich gerade. Aber macht ja nichts. So, gucken wir mal, ob wir jetzt die Fahrgäste reinholen können. Türen auf. Das wäre dann mal was. Richtungshebel wieder direkt in die richtige Position. Und es klappt tatsächlich, ja. Jetzt kriegen wir auch grün auf der Ampel. Ist also alles wunderbar, alles in Butter. Ihr seid alle eingestiegen. Dann machen wir, ups, nee, noch nicht alles. Scheiß drauf. Wir machen die Türen einfach wieder zu. Hallo? Klappt nicht. Gut, muss ich natürlich warten. Leute! Ich will losfahren. Ja. Da guckt er, wa? Hallo. Würdest du vielleicht mal die Türen schließen jetzt? Du blödes Opfer. Ah, geht doch. Dankeschön. Wunderbar. Wir gehen wieder auf Stellung lösen. Und auf fahren. Und fahren schon wieder in die falsche Richtung. Aber wir sind heute eine Straßenbahn. Rauchen dürfen wir im Bahnhof auch nicht. Das geht mir sowieso immer auf den Piss. Alle machen es trotzdem. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal rückwärts. Wir haben ja nichts zu verlieren. Gucken wir mal, Leertaste. Nein, du sollst weiterfahren mit Vollgas. Können wir hier noch irgendwas Schönes machen? Da links, hallo? Dreh ich mal nach links. Opfer? Nein, will er nicht. Hammerstein. Hammerstein. Fuck, ich habe das Spiel minimiert. Chill, Leute. Ich sehe nichts mehr. Ja, müsst ruhiger werden. Okay. Jetzt ist das Spiel aber irgendwie nicht maximiert. Ja, das Spiel ist minimiert und ich kann nichts mehr tun. Ich hänge hier auf dem Windows-Desktop, höre nur noch die Schienen und frage mich, was passiert denn da? Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Junge, ich krieg ja nicht mal mit dem Taskmanager irgendwas beendet. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Ich könnte mal wieder ausresten. Die Simulatoren sind auch so programmiert, dass man sie nicht mal beenden kann, damit man auch gezwungen wird, das Spiel immer weiter zu spielen. Junge! Hallo! Freunde! Ich krieg das Spiel nicht beendet. Ja, leck mich doch am Arsch. So, ich hab's geschafft. Ach, ist das eine Kacke hier. So, Leute, da sind wir wieder. Ich sag, drücken Sie die beliebige Taste, die auf jeden Fall die Maustaste sein muss. Geben Sie der Straßenbahn Saft ohne Ende, Licht natürlich auch. Das weiß ich nicht, was ist, keine Ahnung. Öffnen Sie die Türen. Öffnen Sie die Türen. Hallo. Nee, nicht Scheibenwischer. Öffnen Sie die Türen. Warum klappt das denn jetzt zum Verrecken wieder nicht? Da könnte ich ja kotzen, ne? So, hier. Türen öffnen. Hallo. Ah. Wir haben wahrscheinlich die Hebel hier wieder vergessen. Ich habe nämlich wieder keinen Saft am Start. Vielleicht müssen wir erst wieder alles ausmachen, dann machen wir mal Saft. Noch mehr Saft. Er will keinen Saft. Warum will er denn keinen Saft? Trinke mehr Saft. Jetzt wollte ich hier schön die Straßenbahn entgleisen lassen und dann so eine Scheiße. Ja, der Toni hat es geschafft, der Scheibenwischer läuft wieder und jetzt können wir wahrscheinlich auch die Türen wieder öffnen. Richtig, wir lassen die Fahrgäste nun eintreten in unsere geliebte Straßenbahn. Ich mache aber den Scheibenwischer wieder aus, den Rest lasse ich an, weil sonst funktioniert die Scheiße wahrscheinlich wieder nicht. Richtungshebel auf vorwärts und ich würde sagen, trotz offenen Türen fahren wir einfach mal los. Das ist ja kein Problem.
Und das verhindert das Spiel. Schade, gut. Dann machen wir die Türen erst wieder zu. Vielleicht bringt das dann mehr. Lösen jetzt die Bremse, geben voll Stoff und sagen, ganz ehrlich, wir gucken einfach mal, was passiert. Denn es gibt natürlich kein spannenderes Spiel als ein Spiel, wo man Hammerstein sagen kann und an Schwebebahnschienen gebunden ist. Wir können wahrscheinlich nicht entgleisen, wir können wahrscheinlich kein Looping machen, wir können wahrscheinlich nicht Alarm für Cobra 11 spielen, aber wir können einfach die ganze Zeit volle Kanne geradeaus fahren und gucken, was die Straßenbahn dazu zu sagen hat. Ja, ist natürlich spannend. Ich erzähle euch jetzt einfach mal was aus meinem Leben, interessiert euch sowieso nicht. Warum kamen keine neuen Videos? Ist natürlich immer die beliebteste Frage bei euch. Richtig, Stress im Haus. Nee, gar kein Stress im Haus, aber der Toni hat viel vor in nächster Zeit. Ihr werdet es kaum glauben, der Toni zieht nach Köln. Jetzt könnte man sagen, ist das hetero oder was? Oder was soll man sonst dazu sagen? Zack, durch den Bahnhof. Haha, fickt euch alle. Entschuldigung. Nein, nicht bremsen. Ich will weiterfahren. Da bremst der mich einfach aus. Ist das hetero oder was? Zack, ja, Toni kann cheaten, ja. Wir waren bei Köln. Oder ist das einfach verdammt geil? Ich sag nur DSL 200.000er, ne? Also VDSL ist es ja dann. Da geht natürlich dick die Post ab. Da geht ja dick die Post ab. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, ne? Schreibt einfach in die Kommentare. Genießt dabei die Schneeflocken und die schöne Landschaft hier von Wuppertal. Oh ja, vor allem die Autobahn sieht ziemlich geil aus. Nicht hupend fahren wir durch die Gegend. Die Straße schwebt in der Luft. Ja, leckst die nieder. Hey, zu dem Spiel braucht man nicht mehr viel sagen. Ne? Es ist einfach ein Simulator wie jeder andere. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. So, wir hupen mal. Sagen auf Wiedersehen. Und schon wieder werden wir ausgebremst. Komm, stell das Ding auf vorwärts. Gib voll Stoff. Und fahr einfach weiter. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir schaffen es nicht, dass das Ding hier irgendwie entgleisen kann. Wir können nur noch mal darauf hinweisen. Zu Stadion. Zu Stadion. Zu Stadion. Ihr werdet alle sterben. Ja. Guckt euch das Wasser an. Guckt euch das Wasser an. Braucht man dazu noch irgendwas sagen? Nein, braucht man nicht. Da wir jetzt wahrscheinlich wieder ausgebremst werden, sag ich einfach mal, ich bremse einfach mal so. Er macht das schon automatisch. Finde ich gut. Macht das. Kein Ding. Und vielleicht öffnen wir mal die Türen. Nee, das geht natürlich nur am Bahnhof. Das Spiel nimmt uns also jegliche Bewegungsfreiheit weg. Kein Simulator für den Toni. Der kann nämlich hier keinen Scheiß bauen. Gebt euch einfach nochmal den Rundumblick hier mit der geilen Kamera. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Gameplay. Es warten noch weitere neue Spiele auf euch. Bis dann. Haut rein. Der Toni.